Rapunzel? Kommt dir das nicht bekannt vor? Ich bin dir nicht sicher, Knoll. Schaurig, lustig und musikalisch ging es am Mittwoch in der Ostseestadt Barth zu. Die Vorstellung Spuk am Donnerberg zog am Abend rund 200 Besucher in die Ränge vor der kleinen Boddenbühne am Theater. Das unter der Regie von Martin Schneider aufgeführte Stück knüpft an die Piratengeschichte aus dem vorigen Jahr an, erzählt aber gleichzeitig eine völlig neue. Ich mag auf jeden Fall das Lied zur Pause. Jetzt habe ich verraten, dass es zur Pause ein Lied gibt. Und allgemein die Lieder, ich mag unsere Kämpfe. Und nein, ich glaube, was mir gefällt, ist, dass das Stück immer mehr Fahrt gewinnt bis zum Schluss und ich glaube, nicht abflaut. Und es macht sehr viel Spaß. 400 Jahre zuvor machten Seeräuber in ihrer Spelunke den Donnerberg unsicher. Nun sind diese als Geister von den Toten zurückgekehrt und müssen sich zuallererst einmal in der modernen Zeit zurechtfinden. Knoll, schau mal hier, das Datum. Ich glaube, wir haben 400 Jahre geschlafen. Mit Tanz, Gesang und Kämpfen verzauberten die Schauspieler wieder mal groß und klein. Erneut dabei Rieke Glasen, welche nach einer Ausbildung an der Theaterakademie Vorpommern nun wieder auf der Bühne in ihrem Heimatort Barth steht. Dieses Jahr spielt sie Franziska, die Comtesse von Vorpommern und somit die Ur-Ur-Urenkelin ihrer vorherigen Rolle im letzten Jahr. Es wird im Stück auch erwähnt, dass ich tatsächlich der alten Comtesse wie aus dem Gesicht geschnitten bin. Und die Figur ist ein bisschen anders als die Comtesse vom letzten Jahr. Sie ist nicht ganz so keck und nicht ganz so frech, aber sie hat so ihre eigenen Eigenheiten. Sie will das Haus nicht verkaufen, sie will das Schloss unbedingt halten. Sie will keinen Mann, obwohl sie eigentlich doch schon, wenn der Dings, er nennt sich Dings im Stück, wenn er das erste Mal kommt, ist sie eigentlich schon, wenn sie ehrlich ist, von ihm angetan, gibt es aber nicht zu. Alles machen kann. Wirr, aber charmant. So beschreibt die Pressesprecherin der Boddenbühne die glänzenden Auftritte der Schauspieler. So auch Henning Wolf in der Rolle des Staatssekretärs von Pommern, welcher mit seinem vollen Körpereinsatz in der eindrucksvollen Atmosphäre des Freilufttheaters das Publikum begeistert. Ich habe eine Pike genadelt. Eine was? Ich meine eine Nadel gepickt. So eine gewisse Besonderheit, die mir Spaß gemacht hat, war, als neulich der Staatssekretär Dahlemann hier war und seinen 30. Geburtstag sozusagen abends hier verbracht hat und wir ihn dann auch gebührig auf die Schippe nehmen konnten, was er auch locker weggesteckt hat, sag ich mal. Von Tackel vorstellen. Erneut können sich die Zuschauer auf die mittlerweile 90-jährige Helga Wienhöfer freuen, welche eine kleine Berühmtheit in der Region ist. Mit noch immer flotten Sprüchen spielt sie die Herzogin von Pommern und hält in ihrer Rolle das gesamte Schloss auf Trab. Wie heißt denn dieser Gast? Na, ja. Immer in Bewegung, immer, wer rastet, der rostet, ist mein Motto. Ne? Das ist es eigentlich. Ja, und Theater hält jung. Es ist ja die Fortsetzung des vorherigen Stückes. Und das Lustige ist eben nur, dass das 400 Jahre später spielt und ist im Grunde genommen dieselbe Person nochmal ist, aber in Neuauflage. Ist ja inzwischen die Urenkelin, ne? Erleben können Sie das gespenstische Abenteuer im Barther Theatergarten bis einschließlich 31. August. Den aktuellen Spielplan finden Sie unter www.barther-theater.de. Ja, ein Schnaps könnte schön sein, so ein schöner Rum.